In de mid-90er jaren vleeg ik met mijn vriend Harn Schwarzman, een amateur in kino en een groter unenger van Yiddish, voeren kiemat jeden vrijdag van Jerusalem in Tel Aviv zich treffen in Beis Levig met de Yiddische schrijvers. Azo is een filmiert geworden die monologen, wo die schrijvers dermonen zich in zeer leben und betrachten sie Erschaffung. Lange Juren seine dezentlicher Taschmes gelegen auf der Polizei, bis es gekommen die Zeit und Möglichkeit, die seltene Monologen herauszubringen für ein Neulem. Jeder von euch wird auf der Gefinnen in See als eins, was ihm interessiert ist mehr. Aber unser Zweck ist, heute im Call zu inspirieren euch, sich wenden zu den Werk und Bücher von jüdischen Schreiber, an ungesättigter Qual von jüdischen Kiem in Mizrach-Europa. In der Mitte wird ihr euch verlängern die Mundung von sehr großen schafferischen Hefti. Bloomington bin ich gekommen, sich treffen mit meinem Freund, Professor von Yiddish beim Indiana-Universität, Josef Kerler. Allein ein Dichter, ein Inhaber von etlichen poetischen Sammlungen, der schienen unter dem Pseudonym Boris Karloff, ist Dovber herausgeflogen von der poetischen Nest, aufgestellt von seinen Taten, dem bekannten Poet Josef Kerler. Nicht genoffte Erscheinung in der Weltliteratur und gora seltene in der jüdischen Literatur. Tate und Sohn, zwei Monologen herangeflochten in eine Spuche-Geschichte. Auf den Gassen von Indiana walgert sich jetzt Gold. Es ist ein Ost in der Sonne. Und du hast das Holz? Lass mir bald ein Reus zusammen, beide, ich und du, sicher geht und sicher dreht und glücklich, gut, gut, gut. Auf die Schlacht, auf die Gassen spannen auf Gold, über frischen Herbst dem Nassen, Eders wird schön Gold. Auf die Gassen von Indianer wird schon kilblich bald. Nur bei Gildet steht der Samen glücklicher der Wald. Und wir gehen schon zusammen, nicht das erste Mal. Wieder Menschen uns bestammen, alle mit am Mal. Auf dem Weg, es war mit Stamme schon der Beiser Wind. Nur das über Gold ist spannen, jung und bunt, sehr grün. Auf die Gassen von Indiana walgert sich jetzt Gold. Es ist ein Neues in der Sache. Und ich habe es auch. Nicht lang zurück. Ob mir, ich, mein Freund und mein Sohn besucht dem wunderlichen Museum, Kieslerisch Museum von Jerusalem. Wir haben gewusst, dass das einfach unser Überleben ist, weil wir uns doch dort treffen auf unser Leben. Mark Chagall, was oft er euch so viel Liebschaft
und sich reines, sei gute, sei bittere. Wir haben das alles gewusst. Und doch ist es für uns gewesen, äußergewöhnlich überleben ist. Wir seien unter die Klangen von Klezmer Musik, unter die Klangen von jüdischen Nigunen, begleitet von jüdischen Volksliedern, seien wir gegangen, fach Geschäfte von einem Panor zu der Zweite, von einem Leibend zum Zweiten. Und plus ihm hat mir etwas wie ein Sess getan im Kopf. Rebäunische Leute, die da sind, ein paar nur Leibenden, aber doch gesehen wie die Schwollisches von KGB treten wie die Fies. Und es ist ungeschwimmen von mir, das Gestalt von meinem ersten Literaturlehrer. Von meinem ersten Lehrer, sei auf jüdischer Literatur, sei jüdische Kunst, sei Literaturgeschichte. Reb Zalman Schneier Okun. Ist gewesen ein schickerer Mensch, die schon die Kutschme hoch, der Rüsselach Rüsser in seiner, sei die zerschäuberte, gräuliche Kutschme hoch, die akkurat zugekämmte, sei der Halsband, euch hat akkurat zu angebundener, als Schneeweißer, hat umgezogen dem Mäulem, gleich der Mensch, wohl gekommen zu uns vom 19. Jahrhundert, von der Epoche von jungen Maxim Gorki. Das war also ich, die Ältere von uns, schon bekannte Schreiber, der Adesser Schreiber, Weiner, von der Weinermann, ich hier mit Rucker, Notre Laurier, auf mir genascht von seiner Lexis. Noch der Evokatze gekommen, kennt das Kind. Und dort hat ihm zugezogen der Moskau-Jüdische Theater, er soll. Er soll helfen, er hat übersetzt eine Pjäse von einer usbekischen Pjäse, die sehr gut gegangen. Und zusammen mit dem Theater ist er später gekommen von der Evakuation. Zurück in Moskau. In Moskau hat er gegeben auf dem zweiten Stock von der Theatergebäude von der Biene hat mir gegeben ein kleines Zimmer. Von dem Technister gegeben ein kleines Zimmer, weil er sehr gewesen evakuiert von nirgends in Moskau. Und dort hat er in dem dortigen Zimmer nicht weit von der größeren Bibliothek, vom Theater, vom Archiv, von einem sehr reichen Archiv, ist er gesessen und zusammen mit ihm bin ich gesessen und mir aufgeregt wegen verschiedenen Sachen. Mit dem Mal haben sie sich hereingerissen
die Ratschen vom KGB. Und wir haben gesagt, sie ist nach Nord. Wir sind sitzen geblieben. Und sie haben Waffen, die Archive auf den Deal und treten mit sehr beschwerten Stivolis. Sie haben Waffen, die Bilder, die Archiven, die Affischen. Und als wir dann so eben rausgenommen, die Panos von Marc Chagall, die solche Panos sind einmal gegangen, wenn das Theater sich noch geht, der jüdische Moskau-Jüdische Theater, ist auf Stanislavski gegessen, gewinnt sein Mokum. Und dort hat er auf die Wand gehangen seine erste Bilder, Theaterbilder. Und nicht dort hat man mit Waffen die Dose und treten mit die Dose gestimmt. Und dort Schnee mit uns gehalten und hat sich aber aufgetan, beraten, wenn die Panos, die Leibenden. Und man hat ihm ein Schleider getan. Bin ich zugelaufen, wo ich hätte. Ich habe Schnee. Ich habe ihn gewollt aufheben. Ich habe mir mich hoch ausgeworfen, aber geworfen und gesagt, schweig, Padle, wir werden sich noch zu dir oder dich kleiden. Die Gedanken sind mir alle gekommen, dass ich dort in Chazodamont in dem dorsigen Schneier. Antum mir geprieft du zu dermonen sich, wie er so ist auch teus gesehen, a Tisch in Kirch in Moskwe, wo wir pflegen sich zu neu aufnehmen, nur neunte Freund, wo es mir pfleg vertrauen in dem Zweiten. In Reden wegen Sachen, wo es nicht auf dem Radio, nicht in Drößen, pflegen wir nicht reden. Das ist die 50er, 60er, um die 70er Jahre. Eigentlich ist du alles, wo sie da sahen, Kartoffeln sind dämlich, Zibbeles, Wurst, aber du ist Kremlowski, und Mamisch gekauft, nicht in Moskau, aber in Brooklyn. Noch besser in Moskau. Es ist noch besser, und es ist Geschmacker, meine ich. Nu in der Wade. Gemacht in der Zesrul. Gemacht in der Zesrul. Also jetzt in der Wade Sprotten, die Fischlach, ja, goldene Fischlach Sprotten, was gewinnt eine Größe mit sie, ein Defizit, ja. Aber nicht du es bin ich heißen, das heißt, es gibt alles zu sehen und zu versichern. Aber ich wohl gewollt, als wir sollen mit dir verbringen die Zeit, in die soll sich der Monen
In jenen Jahren, wenn du bist gewesen, ein Kind von 10, 12 Jahren, in wie jedes Kind bei der Klau vergedenkt man Sachen, nicht wellendig, ja? Vergedenken, was die Größe, die der Erwachsene pflegen zwischen sich reden. Wollt ihr gewollt, können Kohl, wir sollen machen alle Chaim, weil und dem Kind sich nicht verbinden, verknippen, kein Schimm schmiss. Und wir trinken von größeren Gläser bekiven. Und von einer größeren amerikanischen ja, Flasche. Also, noch die Wodka ist ein Russischer. Wir können Kohl, alle Chaim. Nicht schlecht. Mr. Konstantin, nehmen Sie den Hubschel? Ja. So pflegen wir machen, also... Ja? Verschmecken. Verschmecken. Was hat sie davon gedacht, von ihrer Zeit, bei solchen Tischen? Ja, wir stammen nicht wenig, aber... Also du hast mich gefragt, Frieda, ob ich gedacht, was gedenke ich von der Kirche? Und verstehst du, als früher haben wir gewohnt in einem kommunalen Dier. Und wenn ich bin gewohnt an einem 5 Jahren... Kommunale, du darfst mir erklären, dass ja. Es gewohnt in ein Dier... In ein Dier gewohnt in ein Zimmer für unsere Sprüche und in ein anderes Zimmer. Ich glaube, die Dier ja. In ein anderes Zimmer. Ja, und gewohnt andere Menschen. Und die Kirche ist gewohnt vor allem in der Toilette und so weiter. Aber wenn ich bin gewohnt an einem 5 Jahren, sind wir rübergefahren in einer... Es hat geheißen Chruschobe, das ist ein fünfstockiges Haus, was man das Gebäude in den 60er Jahren hat. Aber für was Chruschobe, was ist Chruschobe? Ja, ja. Und in unserem Haus haben gewohnt etwas 5-6 indische Schreiber. Wer? Ich dachte sich, also in dem ersten Reingang hat gewohnt Motel Grubian und in dem zweiten Reingang hat gewohnt dachte sich Motel Sturman. Du sind ein Dichters gewesen. Dichters, ja. Vor unserem hat gewohnt Moshe Teif und Josef Rabin. Ich kenne sich nicht den Mann, man soll sitzen und essen und reden in der Kirche. Efter, ja, efter nicht. Aber ich weiß, dass in Russland man sich treffen in der Kirche. Wenn der Tat hat gelehnt Sacher aus Brief und der Tat hat gemeint sehr, André Sacher, ja, das dreht sich wegen der frühen 60er Jahre. Wir waren sehr interessiert, wir hatten Kontakte mit Dissidenten, demokratische Bewegung. Und da bekommen einen Brief von Akademik André Sacher zu der sowjetischen Regierung. Aber es ist schon sehr kritisch, schon ein bisschen zu kritisch. Und sie wollen klar, dass es ein Psanon von etwas Neues. Was hast du damals gefühlt? Weil von meinen Kindern weiß ich, als Sachen pflegt man reden in Dreh. In keiner hat mir keinmal nicht gesagt, dass du es möchtest ja sagen auf der Gasse, du es nicht. Es ist gewesen etwas an innerlicher, als also ein Stoppsignal, ja, wo die Kinder schon pflegen, geboren werden mit so einem Gefühl, als nicht alles tun wir nach Reus drücken oder wir mögen nach Reus drücken in Reusen. Wie so ein Pflege ist bei dir vorgekommen? In Scheich ist das mit dem, was erstens dann Tate ist gewesen, als Söhne vom Volk, in das gesessen, von der zweiten Seite pflege sich teilen, pflegen sich der Mann wegen dem. Meine Eltern sind gewesen den ganzen offenherzig mit mir. Das heißt, ich habe gekannt, ich wusste alles so, man hat mir gesagt, dass wir vorhin können zu Seoul und das ist unser Heim und man war dort auf uns und dort will ich aufwachsen und so weiter. Man hat mir aber euch gesagt, dass ich tue nicht euch Sorgen von Heide. Man hat mir ja gesagt. Und sie haben sich verlassen auf mir, aber sie haben nicht gewusst, dass ich habe es erzählt, mein Freund Wolf kennt. Aber ich darf dir sagen, als mein Freund Wolfke, heute sein Sehen und sein Tate sind gewesen, ganz ernst Antisemiten, er hat ein gealtes Wort. Und er ist ausgewachsen, sehr leidischer Mensch, ich bin in Kontakt mit ihm. Und er ist ein befehlisch nicht kein Antisemit und er bekämpft Antisemiten dort in Russland. Das ist gewesen im 65. Jahr, noch heute habe ich umgegeben zu gehen. Nein, ich habe schon umgegeben zu gehen in die Schule. Ich bin schon gewesen in der ersten Klasse und bekomme der Leibniz.
damals hat man noch gegeben Passporten. Und eine Woche, zwei fahrt dem, haben die Eltern sich getroffen mit vier Barten, wo sie haben gearbeitet, Esther Barten, wo sie haben gearbeitet in der Ambassade, in der israelischen Ambassade. Hat sie gesagt, wir haben einen Tag gestempelt, ihre Passporten geschickt in dem äußeren Ministerium im Sowjetischen. Bin ich gleich weg in Metrose aufzunehmen. Ich bin gestanden dort, ich weiß nicht, ob schon eine Schulzeit, sehr lang gestanden. Wie ist es eigentlich? Und die Bahn ist nach Hongkong und jede zwei, drei Minuten, sehr, sehr oft. Aber keine Ahnung von sehen sie nicht raus. Und da sehen sie raus. Und ich habe sie da sehen, sie kommen zu und ich habe sie da sehen, so bleich wie die Wand, was ich habe sie nicht gesehen, so bleich noch alle Operationen. So viele der Taten, so sag ich mir, wenn er schon gehalten hat, halbe Schufe am Teut, ich habe gesehen, so ich habe nicht gewusst, dass es halbe Schufe am Teut, aber er hat halbe Schufe am Teut, und nicht alles gesehen, so blass wie Dämmelt, in meinen Augen, in meinen Sekunden, das hat sich verkritzt in Sekunden. Also, mach mich wie Mason. So, ich wusste, was hat passiert, mir vorne. So, nein, das mal vorne, gar nicht. Und so lasst euch heute, dass man das aufgeschafft. Das ist ein unikaler Fall, was in Russland und damit gibt kein Passieren, als man gesagt hat, ja und dann auch nein. Man hat vielleicht gesagt, also die sowjetische Leist, die sowjetische Regierung, die Sowjetmacht sagt, nein, es ist sicher nein, aber ob ja, es kann noch sein, ein nein euch. Dank dem Fall kann ich Russisch, weil wir verblieben auf noch 6 Jahre. Das ist gewesen im 65. Jahr. Es ist noch nicht gewesen, keine effektive gesellschaftliche Bewegung von Yechidim, was um nicht mehr geht, oder um ja mehr, aber um fort resikiert und offen geteilt, sie wollen nach Russisch fahren können. Aber es ist einmal rausgebracht geworden, auf Akol, verwusst. Nein, man hat nicht erklärt, man hat offiziell nicht erklärt, aber wir wissen, dass gewisse Kollegen haben geschrieben einen Brief, wie sie darf zu sein, und gesagt, dass Kerler stark gelitten bis dem Stalin-Kult und er wird bringen eine Sache Schaden, unsere Meluche, Tomer, Vater Reus, wo es in der Emerson gewesen ein Stoß, weil er wollte nicht gebracht, dass so viel Schaden für den Vater Reus, wie er hat gebracht, das bleiben dich in Russland jene 6 Jahre. Was ist das gewesen in die 6 Jahren, in wie so hat sich das abgespiegelt in sein Schaffen, weil es ist klar gewesen, als nur dem, wie man ihn abgesucht hat, man ihm auch abgesucht zu werden als Schreiber. Tut es zum Amtschig sein, zu sein als Schreiber. Jetzt weiß ich, welche von sie sind geschrieben geworden damals und welche sind geschrieben noch in Barkuta. Weil unebendig von 68 oder 69 habe ich ihm überschreiben seine Lieder. Ich frage sie von Gedenken noch, ob sie gedenkt auf euch zu werden, weil ich habe das gelernt von seinen Freund, von der Mama. Und ist er gedenkst du nicht? Nicht so gut wie früher. Auf dem Weg ist ein Berioskele gewachsen und der Wind hat es gebeugen bei der Achsel. Ei Lulu, gebeugen bei der Achsel ihre Dienenke und Zarte. Wollt es Fliegel wo gekrogen, hoch gegarte, wollt es doch mit mir weggeflogen, ei Lulu mit mir weggeflogen, zu dem Land auf Schlachten ausgeholen, zu dem Land in Schlachten ausgeschollen, zu dem Land von meinen Kindskinder und Noves, ist doch das nicht mehr wie ein Katowes, ei Lulu nicht mehr wie ein Katowes, auf dem Weg steht ein Berioskele gebeugen, flieh vorbei, verwehen sie in die Augen, ei Lulu, verwehen sie in die Augen.
schon in Lager hat angefangen, sich zu lernen. Sie gewinnen dort mit wenig Zionisten, also hat sie einen Tag gesessen, weil er sein gewinnen Zionisten, von der zionistischen Tätigkeit. Hat er sich gelernt Hebräisch und er hat sich angetan, er hat sich ausgelernt schreiben, lassen-koidische Wörter in Jiddisch, die Jiddisch Wörter verstanden von lassen-koidisch, Leute traditioneller schreiben, also wie mehr weniger lassen-koidisch. Was war er sowjetisch, was er ist gewesen, ein Kind von, was ist, ein bisschen ist er gegangen in Heide, wenn er ist gewesen, gar klein, aber danach ist er sich rübergefahren, wenn er ist gewesen, um 7 Jahre alt, in einer jiddischen Kolchoz in Krim, hat er gerade nicht gehabt, keine schöne Erziehung zu lernen, zu reden, zu schreiben, lassen-koidisch und zu kennen, was zu lernen, lassen-koidisch. Es ist alles gewesen von Nettisch. Ukraine, Ukraine, Wiegland, Ukraine, saftig Blühenfelder, grüne bis zu meinem Hühner. Weit bin ich von meinem Padol in der Welt verloren, noch so ruhig hinter die Plätze, dein Gedichter, komm, und sich kischift mir dein Kopse, Punkt wie Doris Harfe, kenn, Manjenka Ukraine sich mit dir nicht wahr. Winschwanis, was kann wünschen meine Sonne, sollen sie vermorgen. Noch kein Hunger wünsche ich nicht, le mei soll ich er sollen. So sie brechen sie auf Tisch, von den Fleischen, von den Fisch, von den teuren Macholen, was ihr seht, sie nicht erholen. Von den Weinen und Gebäcksen, sie ist nicht wert, wenn ihr kein Sechser. Noch nicht stopp mich, Vater Reit. Ich wünsche sie nicht, beim Tisch kein Fried. Und kein Breckel vergnügen, sollen sie beim Tisch nicht kriegen. Was kann wünschen meine Sonnen, sollen sie vermogen. Euch ein Dach über den Kopf, le mei soll ich ersorgen. Nicht kein Dach, Palatzen ganze. Zeit zum Sitzen, Zeit zum Tanzen, Spalnes, Elfenbein, die Betten, Spielen, Lustres und Klasetten, reiche Teppiche, Türkeier, Zisne wehr, wann ich kein Dreier. Noch kein Schlaf, soll sie nicht nehmen, auf die Betten, die bequeme, sollen sie sich drehen, drehen und die Nase nicht vergehen. Was kann Wünsch meine Sonnen, sollen sie vermogen, nur die Kinder schämen doch nicht, le mei soll ich ersorgen. Ei, der Tate ist ein Hund, was hab ich zum Kind gesund? Jeder Kind ist rein und schön, Molochheim, frisch und süß wie der Frühmorgen. Soll das Gut in sich verborgen, Gott das Gut in sich verborgen. Euer der Säuniskind, ihr Mensch, soll es so ist wachsener Mensch. Als der Schatten von seinen Taten soll Khalil ihm nicht schaden. Wer sind gewesen die Menschen, und sie sind Bechlau gewesen, solche Menschen, die so ein Begleit an Taten oder Eier mit Spuche, wenn ihr hat verlost, Raten verbaut? Ah, ich hab da Bilder von der Begleit. Gut, ja. Das ist sehr. Und sind gekommen als Sachmenschen, sind gekommen etliche Menschen von äußerer Moskau. Nekrasow ist gekommen von Kiew. Некрасов, das ist der größte russische Schreiber. Ja, unsere Freunde sind gekommen von Мункач, von Мукачево. Das ist ein Stück weg, zuvor, in Moskau, um zu begleiten. Es ist wegen Gewaltig, es ist wegen Gewaltig. Wir sind gewesen von der Samen ersten Tag hier. Es ist letztlich wegen März 1971. Auf morgen ist gewesen ein Artikel mit einem Bild in Mariv 80, auf den ersten Seiten. Ich habe mir genommen, das auch hier zu verstehen, was das meint. Versteht, wenn man nicht gewusst, gar nicht. Und so ist es gekommen und hat gebracht die zwei Nummern Goldene Cape mit dem Tatens Lager und Protestlieder, was hat geschrieben sein Lager aus seinen 60er Jahren in Moskau. Er hat sie rausgeschickt noch in 66. Jahr, hat er sie rausgeschickt. Gebeten soll sie drucken in Forverts und in Goldene Cape. Und beide
zwei Forverts sind gegangen, Meure geht zu Duken, und wir haben gemeint, das wird Schatten der Mechaber. Es hat es genommen etliche Schäden und etliche Jahre, bis er hat übergegeben, noch einmal und wieder einmal, die Bekosche mit sowas abdrücken unter seinen Namen. Wir haben auch genommen sehr schön. Und die Tate Mabe haben gewollt, aber sie ist noch in Jerusalem. Sie haben gefolgt in Jerusalem. Und in Jerusalem ist schon eine Gruppe Schreiber, aber es ist nicht schon Tätigkeit, oder es gibt kein, was sie gewinnen, etwas. Die, was haben gewollt, etwas Tätigkeit sind gefolgt, vor allem in Tel Aviv. Es gibt die Radio-Edition, wo man ja betätliche Literaten, Rochmann und Raab und Kalman Segel, ja, Groß Zimmermann. Ja. Michael Ben Avram, das ist nicht geschrieben, aber es gibt ein Kulturmensch, ein Akteur, ein sehr intelligenter, ein kultureller, ein gehabt ein interessanter Paschek. Aber auch aus dem ist nicht gewähnt, gar nicht. Hat er geschaffen, ein Sniff, ja, ein Obteil von jüdischen Schreiber, von Israel in Jerusalem. Etwas haben sie getan, aber sie haben der Rikisch, was sie alles von dem, was sie gewinnen, der Jerusalem am Manach. Wann hat er umgehört, Marois? 73. Jahr. Und sie gewinnen, versteht sich Reibung zwischen Tel Aviv und Jerusalem, weil wie nur sie sagen, ist der Almanach und der erste Mann sehr schöner, ein Diener, aber sehr schöner, ästhetisch. Und dann ist immer sehr ein bisschen Artikel in letzter Nähe, dass sie sagen, als ein moderner Almanach mit einem Bild von der arabischen Bechet, das ist der Altstadt und der Schrei. Na, sehr übergelebt, aber das ist normal, das ist natürlich. Es ist nicht gewinnt zwischen uns zwei, das in Russland, das ist in Israel, aber das ist nicht gewinnt, das ist nicht mit alles, wenn er gewinnt. Was ja, ich meine, dass er ein bisschen, und er hat eingelegt, sehr, als ich sage, ich verreibe ich die jüdische Schreiber, die Deutschen, die Sowjetverband. Ja, in der Monument, das steht in Jerusalem. Ja, und da ist es gewesen, im Ganzen nicht kritisch, hoch, in der Ebene hat er gewusst, aber er hat gewollt nur sehen, das Positive von den Deutschen. Gleich, weil man kein Gewinn, etwas zu sein mit Mitzvah, was man muss, reden wegen der Deutschen nur das Gute. Und er hat gesagt, wenn man gesagt, weiß man, hat gefunden, wegen Fernsehen, ja, warte, alle haben das gewusst. Aber es ist nicht so ein Pusche. Es ist nicht so ein Pusche, mit Pfeffern. Und so weiter. Das heißt, er hat ja gewusst, aber er gewollt, gedenken nur das Gute. Wie so hat er reagiert, in Evgenemen, dem Dichter Boris Karloff? Spät bis spät, dem Seidens liegen wacht, und in meine Kindumkeit verriegelt und verwiegt es liegt, durch den kalten Gloss zurück zu mir der blickt, dem Tatenspogel frische, säuber, klore Spiegelsprach. O Gott, mein Gott, so darf ich etwas mein, also ich mein lieber Sohn soll Spiegelsach verstehen? Und im 93. Jahr habe ich geholfen, dem Taten auszulehnen, sein Abi gesund. Nicht nur das, nur viele gewisse Schuhe habe ich gewagt zu redagieren, poetische Schuhe, nicht nur auszulehnen. Und er hat das angenommen. Und etwa eine Woche mit Flängen reden, ein, zweimal eine Woche. Telefonisch, hat er mir umgeklingt, gesucht, so ich ihm in den Materialien, so ich habe nicht was zu tun, als perfekt zugegräßt und gegengleichen. So ich ihm, gut, und was ist mit dem Boris Karloff? Sucht er, ja, so ich kenne ihn nicht, weil ich denke, da kommen kann auch so von Zeit zu Zeit. Wer ist er? Was war ein paar Schöne? So ich ihm, was ist du, da dreht sich einer, nicht geschlechter Bocher, aber klar, er wohnt etliche Meilen von da nicht in Reading, nur hast du gesehen, seine Biografie. Und dort die Biografie, die fiktive Biografie, die erklärt, von wann der Mechaber kennt, sei Russisch oder sei Hebräisch, was er kann sich spielen mit den Elementen von der Sprache in seinen jüdischen Poesie, jüdischen Lieder. Sagt er gut. Nur auf dem hat sich das verändert. Dann noch habe ich uns gewartet, nicht mehr wie zwei Tage, ich habe mal rein. Ich habe gewollt wissen, aber ich habe angeklingelt noch einmal und ich habe gesagt, du weißt, mir hat es nicht, es wird gehen, aber es hat nicht. Aber er ist beklagt, aber er ist noch gefährlicher nun, da geht mir der Jörn, er will wissen.
Und da hat er gesagt, wer hat er gesagt? So, der Boris Kerler, was hat er geschickt, die Lieder zusammen mit anderen Materialien. So, ah, der Boris Kerler, aber warte mal, er ist ein Poet. Dor lech ve dor ba, oder dor heulich ve dor ba. Nichterer, briederlich, schicker von Nichterkeit. Es geht noch nicht unter die Welt. A dor lech sa chois und a junger nehmt Lichtigen. Spielt er nicht Freund wie sa Held? A sei es der Gang und um siehst es das Kochen sich, bett euch, nicht kriegt von der Heut, beschmeichelt mit Jontef die wochigste Wolkentag, das Spiel zwischen Leben und Tod. Mein alter, kranker, starker Mann, was wackelst du sich bis dein Spann? Es wird schwerer als mein größer Joch, wie Keten schwerer schlepp ich noch, alle nicht verantwortet verwossen, alle nicht vergängliche verdrossen, ist was. Vergangen bist in schöne Mossin, es ist frisch mich heidig auf jeder Gräsele die kille Rosse. Mein alter, kranker, starker Mann, spann weiter, spann, wie's Leben spannt. Das Leben schmeckt mit Kinderwindelach, mit Sonnenaufgang von dort zu dort, beim Feier Flamm von Skies, Winderlach geht auf, erfrischer der Kajor, um sie's die Wege schreien, trocken sich und nehmen zur Verbrech die Hand. Das Leben scharrt darauf die Klogmutters wie Schimmel von der gleichen Wind. Ihm ist leicht zu sein optimistisch, weil hat gesehen in dir sein Emschach, wie hat geschrieben in sein Lied Spiegel Xav, hat gechulend und geträumt zu sehen in seinem Sinne Hemmschach von ihm, nicht nur physisch, nur auch geistig. Und der lebt zudem. Und ich meine, dass das ist ein größer Schuss von einem Menschen, von einem Poet zu sehen, als die, die gehen nach dir oder zwischen die, die seinen Mamschach dann weg, ist du dein Blut und dein Leib. Mm-hmm. Ist Lommer, dass wir mit dem verändigen, wir machen uns ein. Wenn ich nehme ein Gläserl, ja, oi, oi, pickelt auf dem Glas, pickelt auf dem Glas. Wenn ich nehme ein Bisserl, ja, schon,